So, damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play They Are Billions. Und ja, wieder geht's weiter. Und wieder muss ich, oder mache ich mir Gedanken um diese Position hier. Wie ich ja schon in der letzten Folge so ein bisschen angeteasert habe. Das muss hier besser geschützt werden. Vor allem, wenn die hier durchkommen, dann sind sie durch. Dann sind die durch. Das ist eine riesige Problematik, wenn ich das mal so sagen darf. Da müssen wir was machen. Die dürfen da an der Stelle nicht durchkommen. Wie können wir das verhindern? Mit der Balliste und den vier Leuten da, das kriegen wir nicht hin. Das kriegen wir nicht lang genug verteidigt. Muss man ganz ehrlich sagen. Man könnte, oder das glaube ich, werde ich mal gerade machen. Ich werde, glaube ich, einfach mal noch hier ein Tor. Ich weiß es, wenn ich ehrlich bin, nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Wie wir diese Stelle hier vernünftig geschützt bekommen. Das ist nervig. Das ist richtig nervig. Wir könnten die Balliste durch den Schockturm wechseln. Wir könnten noch einen Schockturm hier hinzufügen. Hier vorne vielleicht. Oder wirklich frontal davor. Dann haben wir einen Wald rum. Wieso eigentlich nicht? Wenn ich jetzt mal... Jetzt mal kurz ganz... Ganz blöd gesprochen. Wenn ich hingehe. Ich sag jetzt mal... Ich mach das jetzt einfach mal, wisst ihr? Wisst ihr, was man... Ich mach das jetzt einfach mal so. Ich schicke jetzt mal gerade die Leute hier rüber. Die Soldaten. Commander? Schicke ich einmal gerade hier rüber. Come on! So. Ich mach das jetzt einfach. Ich mach das jetzt einfach. Ich baue erstmal kurz hier einen Wall hin. Attention. Building completed. Das ist okay. Achso, ich brauche Stein, ich brauche mehr Stein. Boah, dringend mehr Stein, dringend mehr Stein, dringend mehr Stein, dringend mehr Stein. Ganz dringend. So. Machen wir auch zuerst mal gerade nochmal hier. Ein bisschen hoch. Ah, cool, ich habe keine Energie mehr. Das ist immer praktisch. Wenn ich jetzt hier noch ein Kraftwerk hinsetze, fällt mir mal gerade so ein, ne? Wenn ich noch ein weiteres Kraftwerk hier hinsetze, dann wird es langsam, Attention. Building completed. Dann, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Wenn ich hier jetzt noch ein weiteres Kraftwerk hinsetze, dann, was war denn mein Gedankengang gerade? Was habe ich denn dann? Ich mache es jetzt einfach, weil ich nicht mehr weiß, was mein Gedankengang war. Wenn ich ehrlich bin. Okay, das wird schon passen irgendwie. Okay, Scharfschütze ist Veteran, okay, cool. Das ist not bad. So. Also die bleiben auf jeden Fall hier. Ne? Möchte ich nur einmal nochmal kurz sagen. So, hier packen wir dann auch noch direkt einen zweiten Wall davor. Da kommen wir jetzt noch durch. Das passt also. Das sollten wir auch so beibehalten. Und dann setzen wir hier einmal zwei Türme hin. Hier muss auf jeden Fall noch ein Energiepunkt hin. Weil wir hier nach vorne hin noch weg müssen. Und dann hätte ich hier noch ganz gerne einen so ein Ding. Wo wir... Mal schnell, ich schicke die mal noch ein Schrittchen nach vorne. Huch, da ist so ein... Okay. Das ist ja blöd. Jetzt richtig blöd hingesetzt.
Das ist richtig blöd jetzt da an der Stelle. Ja, Moment. Reiß nochmal ab. Ich hab sowieso versehentlich einen Holzwall gesetzt, aber das okay, wäre jetzt eigentlich egal, aber jetzt ist es okay. Hätten wir ja hoch pushen können. So. Okay. Dadurch haben wir jetzt halt, worum es mir jetzt tatsächlich gerade mit am ehesten noch ging, war oder ist tatsächlich die Tatsache, dass wir hier jetzt relativ viel wieder mit unseren Leuten machen können. Also wenn wir dort jetzt eben die Leute hinstellen, also nicht nur die, die in dem Turm sitzen dann am Ende des Tages, sondern halt auch wirklich die, die aktiv jetzt hier... herumlaufen aktuell. Ja. Mach mal. Oh. Was soll denn das hier? Frechheit. Mann, oh Mann, oh Mann. So. Haben wir den Faden verloren? Any orders? Ist aber auch egal. Ist auch erstmal egal. Is everything okay? Tell me. Vier da rein. Oh, und jetzt. Tatsächlich gehen mir jetzt die Soldaten langsam sicher schon wieder aus. Boah, ist das abgefuckt. Ah, okay, ich hab hier noch fünf. Ich hab da noch fünf. Dann passt das ja. So. Und direkt die nächsten Häuser auch mal kurz hochstufen. Wir haben auch gar nicht zu viele Baustellen. Ja. Es fängt gerade wieder an, tatsächlich, dass wir so gesehen immer mehr Baustellen wieder bekommen. Das missfällt mir. Das missfällt mir gerade so ein bisschen. Ja, was heißt ein bisschen? Das missfällt mir gerade sehr. Okay, setz jetzt erstmal hier nochmal alle rein. Dann mach die voll. Perfekt. Jetzt haben wir drei. Oh Gott. Wie mache ich denn das jetzt? Okay, was wichtig wäre halt wirklich, dass wir, jetzt habe ich Stein verkauft. Ich hasse mein Leben. Ich wollte Holz verkaufen. Na und komm, verkauf auch noch ein bisschen Eisen. Und kauf noch mal ein bisschen Stein. Super. So. Also kauf noch ein klein bisschen Stein. Und jetzt warten wir einmal ganz kurz. Wir müssen sowieso noch kurz warten. Bis wir dann hoffentlich die Gießerei jetzt... Ach, oh Gott, jetzt brauche ich richtig fett Geld noch. Holz brauchen wir 30, Stein und Eisen 50. Okay. Können auch gut was an Eisen verkaufen gerade. Ich habe nur noch 2 Tage. Sehe ich gerade. Ich habe nur noch 2 Tage. Dann kommt die nächste Welle. In 2 Tagen kommt die nächste Welle. In 2 Tagen kommt die nächste Welle. Erst mein Leben. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Soldaten. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall Soldaten. Okay, und hier müssen wir abziehen. Sobald sich hier irgendwo abzeichnet, dass, warte mal, ich mach... Ach, ist das keine Energie mehr? Ach, verdammt nochmal. Können wir hier noch einen Energieknubbel hinsetzen, ja. Sobald sich hier abzeichnet... Sobald es sich hier abzeichnet an der Position, dass wir überrannt werden könnten, müssen wir hier alles rausziehen aus denen. Oh Mann. Wir kommen gerade hier nicht zurück, ne? Ist egal. Ja, ist egal. Ist jetzt erstmal egal. Nee, ist überhaupt nicht egal. Ganz ehrlich, nee, ist
ist echt nicht egal. Hier, der Wall muss weg. Der Wall hier muss weg. Der Wall muss weg. Der Wall muss weg. So, die kommen da jetzt hoffentlich durch. Also theoretisch, ich sag's wie es ist, die dürfen gar nicht hier in diesen Bereich reinkommen. Die Zombies. A horde of infected are on their way. Attention. Wir kommen von Osten. Okay. Hoffentlich wieder selbe Position wie eben. Dann bin ich der Meinung, packen wir es. Ohne große Probleme. Wenn nicht, dann haben wir ein Problem, wie gesagt. Wenn nicht, haben wir echt ein Problem. Ah, ich sehe auch gerade, dass wir ein Nahrungsproblem haben. Cool. Cool, cool, cool. Cool, cool, cool. Okay, wir brauchen auf jeden Fall. Wir brauchen auf jeden Fall hier Leute. Wie viele haben wir? 8. Okay, kommen eher von unten. Die kommen eher von unten. Das ist not good. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Hier bitte einmal schon mal die Veteranen. Möchte ich hier einmal kurz schon mal rausziehen. Also die hinteren hier vor allem. Und bitte einmal nach vorne hier. Ich lasse die anderen, lasse ich erstmal noch stehen. Weil ich mir nicht sicher bin, ob beziehungsweise... ihr sollt da schon rein. Ob beziehungsweise wo die ankommen. Also ob die auch wirklich dann am Ende hier ankommen. Ich muss jetzt aber davon ausgehen. Und ich gehe davon aus. Ich gehe ganz gebündelt davon aus. Ich hasse mein Leben. Ich hasse es so hart, ne? Und natürlich, natürlich ist es übrigens genauso, wie ich erwartet habe. Ah, okay, sie splitten sich wenigstens ein bisschen. Zumindest schon mal etwas. Also etwas, oh Gott, sind das viele. Meine Güte. Ach du Kacke. Okay, hier ist noch gerade so noch möglich. Der Schockturm rettet uns dort oben gerade richtig den Hintern. Okay, da sind sie durch. Das passt aber noch. Jetzt wird es hier unten eng. Zieht euch hier schon mal hinter den Wald zurück. Okay, nee, 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 komm, 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 komm. Die kriegt ihr durch, die kriegt ihr doch weg. Hier weg, hier unten geht's auch. Es passt. Es passt. Es hat funktioniert ohne allzu schwere Verluste oder allzu schwere Probleme. Es hielt sich in Grenzen, würde ich behaupten. Was die Probleme anbelangt. Ich will nicht sagen, ich bin zufrieden, aber ich bin jetzt auch nicht unzufrieden. Wenn ich das einmal so sagen darf. Was funktioniert da nicht? Okay, ja. Ist okay, ist ja okay. Und da sind Gegner zu nah an dem Punkt, okay. Do you need me? Wie gesagt, ich bin nicht direkt zufrieden. Ich bin nicht direkt unzufrieden mit der... Ach, jetzt habe ich hier Holzwelle hingesetzt, heißt er. Ich bin nicht direkt unzufrieden, ich bin nicht direkt zufrieden mit dieser kompletten, also wie es jetzt ablief. Das war okay. Tell me. Understood. Okay. Come on. Passt. Passt erstmal. So, kriegen wir hier noch den Steinwall hin. Wenn alle tot sind? Nein? Okay, gut, schade. Schade, schade. Ist aber egal, machen wir dann einfach andersrum. Dann setzen wir nämlich einfach einen hier rein. Es ist super, super prophylaktisch jetzt hier irgendwie aufgebaut. Aber es funktioniert. Es ist irgendwie funktioniert schon. Ich muss es ganz ehrlich sagen, was mich krass überrascht war der Schockturm. Der ist ja sowas von gut gewesen gerade. Also ohne den, glaube ich, hätten wir hier wirklich...
Hätten wir auch wirklich Probleme bekommen können. Hier ist keine Energieversorgung mehr an der Stelle. Die können wir uns aber schnell noch nach hier vorne holen. Die Energieversorgung. Also ich bin... Ich will jetzt nicht sagen positiv überrascht. Aber ich bin positiv überrascht. Ja. Also war nicht übel, was da gerade passiert ist oder wie es funktioniert hat. Ich bin gerade nur am Überlegen, wie das jetzt, weil jetzt, der steht jetzt im Endeffekt komplett bescheiden. Weil erst wenn die hier einmal komplett durch sind, steht der vernünftig. Bis dahin steht der richtig bescheiden. Oder richtig unnötig einfach. Deswegen bin ich gerade am Überlegen, ob ich hier die 4 wegnehme. Und dann da nochmal so einen hinsetze. Und ich glaube tatsächlich, das mache ich einmal. In der Hoffnung, dass das jetzt auch vernünftig funktioniert. Einen Schockturm. Ups. So. Jetzt bräuchte ich nochmal hier ein bisschen den einen oder anderen Wall. Okay, da sind zu viele. Okay, ist ja. Ist eigentlich okay jetzt. So. Und vor allem der eine Schockturm deckt den anderen ab. Das heißt also, wenn die hier durchkommen, den Schockturm niederringen, steht hier immer noch der Schockturm und holt dann dort welche runter. Und die Verteidigungsposition hier wird sowieso dann auch nochmal beschützt. Das geht also, das geht. Da muss ich wirklich nur aufpassen hier an der Stelle, dass dort nicht zu viele durchkommen. So, im Idealfall. Gegner zu nah dran. So. Wir haben jetzt hier vorne nur niemanden, der irgendwie... Na, ist egal. Okay, wenn welche kommen, dann macht der Schockturm das. Okay, passt schon. Passt erstmal. Hier vorne haben wir jetzt gerade keine Soldaten, sondern wirklich nur Türme. Okay, gut. Nächstes Problem. In 6 Tagen kommt die nächste Welle und ich habe etwas wenig Nahrung. Weiterhin. Okay, ich könnte hier tatsächlich eine Farm hinsetzen. Kann ich hier eine Farm hinsetzen? Ist es sinnvoll, hier eine Farm hinzusetzen? Es ist sinnvoll genug. Es ist sinnvoll genug. Es zeigt sich mir aber tatsächlich gerade immer mehr, wenn ich das mal so sagen darf. Wir haben hier echt massive Probleme. Also ich sehe es tatsächlich nicht. Ich sag das jetzt, wie es ist. Ich sehe nicht, dass wir es schaffen. Mann, das ist doch dämlich hier. Achso, nicht genug Materialien, okay. Ich sehe es nicht, dass wir es schaffen. Attention. Den nächsten Ansturm oder die nächsten 2 Anstürme zu überleben. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sehe es einfach gerade nicht. Ich sehe es nicht, dass wir das noch irgendwie hinbekommen sollen. Weil im Endeffekt mache ich gerade sehr viel Flickschusterei. Wenn die hier zum Beispiel ankommen, schon alleine, dann haben wir ein Problem. Dann habe ich einfach ein Problem, wenn die hier ankommen an der Position. Das muss man einfach so sagen. So, und dasselbe gilt hierfür, dasselbe gilt hierfür. Ja, wobei hier geht sogar hierfür eher. Also dasselbe gilt gerade an so vielen Stellen, wo ich sagen muss, das ist gerade nicht effektiv, wie wir hier gerade sind oder wie wir hier gerade aufgestellt sind. Das ist ein relativ großes Problem, würde ich es mal benennen. Ja. Ich platziere den jetzt einfach erstmal richtig dumm auch.
eigentlich, weil ich mir jetzt hier das zubaue. Aber es soll gerade auch erstmal irgendwo schützen hier. Ja. Also es muss gerade, es muss effektiv sein, sage ich jetzt mal so ein bisschen blöd. So. Hier kriege ich zum Beispiel gar keinen Schockturm vernünftig hin. Den kriege ich hier einmal hin an die Seite. Hier an der Seite ist schon vergeben Liebesmüh. Im Endeffekt. Das ist schon mal richtig nice. Das ist schon mal richtig nice. Okay. Dann fehlen mir weiterhin Einheiten. Also ihr seht, wir sind, oder ich bin gerade so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen am Verzweifeln, aber es wird schon eng. Ja. Ja, okay, gut. So, meine lieben Damen und Herren, ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zusehen und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder weitergeht mit Let's Play They Are Billions. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.